seid ihr auch schon da. Das erinnert mich irgendwie an ein Video, was wir vor Jahren mal gemacht haben. Nannte sich damals, ist auch egal, wie das hieß. Auf jeden Fall war es der lauteste Wecker, den es gibt. Heute wurden wir gefragt, ob wir nicht mal von Gene Mark den Wake and Shake Dynamite vorstellen wollen. Ich habe mich vorbereitet, habe mir ein Kopfkissen mitgebracht und nein, ich werde mit Sicherheit nicht zum Schlafen kommen, denn dieser schöne Wecker soll bis zu 95 Dezibel bei 1 Meter Abstand Lautstärke produzieren, wenn ihr aufwacht. Das müsst ihr euch vorstellen, 95 Dezibel ist ungefähr so laut, als hättet ihr einen Lautsprecher auf volle Lautstärke und der ist halt eben nicht sehr weit von eurem Ohr entfernt. Zusätzlich gibt es auch hier noch wieder so ein Vibrationspad. Und bevor ich laber, gucken wir erstmal rein. Und ich bin tatsächlich gespannt, was bei rauskommt. Beim letzten Mal hat es wunderbar funktioniert. Hier ist dann im Prinzip das Vibrationspad, das man sich dann unter das Kopfkissen packen kann. Genau deswegen habe ich nämlich dieses Kopfkissen mitgebracht. Und dann werden wir das Ganze mal kurz testen. Ansonsten auch hier schöne Butterbrotpapier eingepackt. Haben wir hier den Wecker. Aufkleber ab. Mensch, so ein Unboxing habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wirklich von vorne bis hinten einfach mal kurz auspacken. Dann gibt es natürlich eine Anleitung und auch einen Netzstecker. Batteriebetrieb ist auch möglich. Da muss dann so eine kleine Rundbatterie 2032 rein. Die liegt allerdings nicht bei. Und so, gut. Und dann DC 5 Volt Input, da ist es. Was auch ganz praktisch ist, ihr könnt hier natürlich durch den USB-Ausgang hier hinten mit ran, steckt auch ein Telefon eurer Wahl mit 5 Volt 1 Ampere aufladen. Ob das nur Typ C oder Micro-USB-Kabel ist oder irgendwie so ein iOS-Gerät ist, wäre total egal, weil USB-Port ist USB-Port. Ansonsten haben wir noch den anderen Eingang für eben dieses Vibrationspad. Und dann haben jetzt wir hier schon den Wecker. Sieht erstmal sehr, sehr bunt aus. Bedienung ist hier oben über den die beleuchteten Buttons. Set ist alles jetzt in Englisch gehalten. Ich muss mir erstmal kurz durchfriemeln, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt können wir erstmal die Uhrzeit einstellen. 15:44. Machen wir mal Set, lassen wir das einfach so. 15:44 Uhr. Ah ja, Alarm. So, wenn ich jetzt hier oben diese All-Set-Select-Taste länger halte, dann blinkt es hier vorne wieder auf. Und den Alarm setzen wir jetzt mal eben auf 15 Uhr und ein paar zerquetschte. So, halt, das ist einer zu viel. High 1 ist die Lautstärke. So, wir wollen mal ganz kurz einen Dezibel-Check machen. Ist vielleicht auch ganz interessant. Das Vibrationspad ist dafür jetzt zu laut. Ich packe das mal kurz wohin und dann schauen wir mal, was jetzt hier passiert. So, reicht. Ja, wer davon nicht wach wird, dann weiß ich auch nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt ganz locker bei 90 Dezibel, über 100 Dezibel auf kurze Entfernung messen können. Man hat übrigens die Wahl zwischen drei Lautstärke-Stufen, auch wie stark dieses Vibrationspad vibrieren soll. Das war jetzt die höchste Stufe, Stufe 3. Und wer da nicht wach wird, ich weiß ja auch nicht. Also das Piepen ist schon penetrant. Und wenn man dann noch dieses heftige Vibrieren unterm Kopfkissen hat oder vielleicht zwischen Tür und Wand geklemmt hat, so dass der Nachbar auch noch was davon hat oder die Freundin nebenan oder die Eltern oder die Schwester, dann ist, glaube ich, sind alle wach. Möglichst früh ist um 6, wo alle schlafen, dann macht das am meisten Sinn und Spaß. Es funktioniert immer noch wahnsinnig gut. Es ist immer noch sehr, sehr laut. Für die, die wirklich einen Schlaf der Toten und der Gerechten durchführen, ist das wahrscheinlich die Rettung im Alltag. Wie gesagt, kann auch mit einer Batterie betrieben werden, was, denke ich mal, ganz praktisch ist, falls wenn doch mal Stromausfall vorlag und zu dem Zeitpunkt vielleicht immer noch kein Strom da ist, dann kann die Batterie retten. Ansonsten haben wir, wie gesagt, ein schönes beleuchtetes Display. Der ganze Kranz leuchtet im Prinzip auch mit. Und es ist, na, Dynamite ist es jetzt nicht, aber Wake and Shake trifft es auf jeden Fall. Es macht definitiv wach. Und wenn man es nicht schnell genug ausmacht, kriegt man, glaube ich, auch schlechte Laune. Schlecht sich auf jeden Fall sehr schlecht einschlafen. Das Ganze hat natürlich auch so seinen Preis. Und da sind wir, glaube ich, so bei rund 60 Euro. Ist nicht ganz wenig, aber wer sehr oft verschläft, ich denke, für den ist die Investition doch schon gegeben. Vielleicht gibt es auch Alternativen, die ein bisschen günstiger sind. Das kann ich euch leider nicht sagen. Wir wollten euch das halt eben einmal wieder vorstellen. Und ich glaube, das habe ich getan. Und damit lege ich mich auf jeden Fall nicht mehr schlafen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.